Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Heute wandere ich in einer schönen Winterlandschaft vom Bahnhof Münchholz über den Damberg in Richtung Losenstein. Aufgrund der niedrigen Temperatur und des Neuschnees habe ich auf dem ganzen Weg nur drei Menschen getroffen. Durch eine falsche Abbiegung am Schwarzberg bin ich dann runter in Richtung Unterdambach gegangen, nur um mitten im Wald wieder auf 750 Meter raufzuklettern. Anschließend besuche ich noch die Ruine in Losenstein. Viel Spaß mit dem Video. Endlich bei der Warte am Damberg angekommen, gönne ich mir mal eine kurze Pause. Trotz den Wolken hatte man eine gute Aussicht. Am Geländer der Warte sind Linien in alle verschiedenen Richtungen zu markanten Punkten angebracht. Nun geht's weiter zum Schwarzberg. Kurz vorm Schwarzberg lege ich noch eine Mittagspause ein, da es im Schutz der Bäume weniger Wind gibt. Auf dem Schwarzberg angekommen, konnte man sogar Skispuren im Schnee sehen. Von hier aus ging ich nun von mehr als 800 Metern Höhe Richtung Unterdambach bis auf 400 Meter runter. Dies war zwar der falsche Weg, aber da ich den anderen Richtung Lausser schon mal gegangen bin, entschied ich mich für den. Und ich muss sagen, dieser Abschnitt war der schönste dieses Tages.
Hier kann man schön sehen, wie der Neuschnee die Äste der kleinen Bäume nach unten drückt. Wenn man sie ein bisschen anstößt, fällt der Schnee herunter und sie schnellen zurück nach oben. Auch interessant ist, wie sich der Schnee durch Verwehungen nur an einer Seite der Bäume festsetzt. Nun bin ich unten auf 400 Meter angekommen und ich habe mir in den Kopf gesetzt, mitten durch den Wald wieder auf 750 Meter hochzuklettern. Das hat, glaube ich, länger als 2 Stunden gedauert. Leider habe ich da nur ein Panorama gemacht. Oben angekommen musste ich realisieren, dass es sich nicht mehr ausgehen wird, vor Sonnenuntergang in Losenstein zu sein. Gott sei Dank habe ich ein älteres Ehepaar getroffen, die mich dann freundlicherweise bis zum Bahnhof in Lahndorf mitgenommen haben. Natürlich wollte ich mir noch die Ruine in Losenstein ansehen. Und so bin ich nach ein paar Tagen mit dem Zug nach Losenstein und direkt rauf zur Ruine. Vom Bahnhof aus sind es nur ca. 20 Minuten Gehzeit. Es gibt viele Infotafeln über die Burg und sogar eine Kletterwand an der Südseite des Felsens. Ich glaube, es gibt sogar eine Website über die Burg, auf der man sehr viele Informationen finden kann. Wenn sie mir aber unterkommt, verlinke ich sie in der Videobeschreibung. Nun, das war's mit dem Video. Ich habe mir übrigens einen Instagram-Account zugelegt. Wer mir dort folgen will, ein Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.